hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch und vergesst nicht, die Glocke hier zu abonnieren. Nein. Und folgt mir auf Instagram, bitte. Hey, mein Name ist Nikolai und heute zeige ich euch, wie man Eventmobiliar aufbaut. Da es 1000 verschiedene Eventmöbel von Stühlen, Tischen, Theken, Stehtischen und so weiter gibt, zeige ich euch heute die Basics, die ihr so circa 80-90% meistens immer auf einem Event findet. So, fangen wir jetzt mit dem Stehtisch an, den werdet ihr ziemlich oft sehen. Der ist auch ganz simpel eigentlich aufzubauen. Ihr habt hier die Füße sozusagen, die sind meistens immer an einem Punkt fest. Dreht hier den Fuß rum und müsst den einfach hier unten reinklicken. Das Ganze auf der anderen Seite genauso. Und zack, ist der Stehtisch stabil erstmal. Dann müsst ihr den Ganzen einmal nur vorsichtig umdrehen und hinstellen. Zack, fertig, habt ihr euren Stehtisch. Wie ihr sehen könnt, sieht der Tisch leider nicht so ganz hübsch aus und auf dem Event ziemlich untauglich. Was wir dagegen machen können, seht ihr jetzt. Das hier sind sogenannte Stehtischhussen. Passt dabei auf, dass ihr immer saubere Handschuhe oder am besten ganz saubere Hände habt, damit keine Flecken auf die Stoffe kommen. Als erstes macht ihr hier an der Husse den Reißverschluss auf. Ihr zieht das einmal komplett über die Tischkante, bis die Oberfläche einmal so gerade ist. Nun haben wir für jeden Fuß hier unten so einen kleinen Schutz. Hier seht ihr nochmal den extra Schutz für den Stoff, der genau auf diese Kante kommt. Dazu legt ihr das einmal so drum und stülpt das hier unten runter. Und bei den letzten genauso, da muss man manchmal ein bisschen mehr ziehen. Und jetzt müsst ihr nur noch den Reißverschluss hier vorsichtig zuziehen, bis ganz runter. Und schon sieht der Stehtisch nicht mehr so hässlich aus, sondern hat eine wunderschöne Husse drüber. Die Hussen gibt es in verschiedenen Farben, lasst euch davon nicht irritieren, das Prinzip ist immer gleich. Unser Event ist fertig, also Abbau. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ihr nehmt an der Husse den Reißverschluss, macht den einmal ganz bis oben hin auf und nehmt dann die vier Ecken, zieht diese ab. So, und dann zieht ihr vorsichtig die Husse von oben vom Tisch ab und habt hiermit eine fertige Husse. Macht den Reißverschluss wieder zu, legt sie ein bisschen grob zusammen, damit es ein bisschen platzsparender ist und packt sie in die dafür vorgesehene Kiste. Fragt dazu am besten euren Projektleiter vor Ort, wo ihr die Hussen alle zusammen hinpacken sollt. Um den Stehtisch abzubauen, empfehle ich euch, nehmt den Tisch, setzt ihn einmal auf den Kopf. Wenn ihr den Tisch habt, ist es eigentlich ganz einfach. Ihr habt die Füße, ihr könnt das einfach hier aufdrehen, zur Seite schieben, auf der anderen Seite genauso und zack, schon habt ihr euren Tisch, wenn ihr das Ganze hier runterschiebt, optimal wieder zusammengebaut und könnt den platzsparend den Tisch verstauen. Das war's mit diesem Video. Ciao, Leute.